Hi, willkommen zu einer neuen Folge Nio. Wie ihr sehen könnt, sehe ich anders aus. Ich habe mich bestmöglich ausgerüstet nach der letzten Folge und alles Übrige verkauft. Deswegen können wir jetzt ein Level-Up machen. Die goldene Rüstung ist nicht mehr das Maß der Dinge, wie man sehen kann. Ich habe schon bessere Sachen. Deswegen kann ich mir überlegen, vielleicht... Ja, ich nehme trotzdem Ausdauer. So, ich habe noch ein paar Sachen nämlich im Inventar, die besser sind. Bloß, die machen mich zu schwer. Gucken wir mal gerade. Der Helm ist, glaube ich, die goldene, das Beste, was ich habe. Genau. Ja, hier habe ich das Bestmögliche genommen. Die ist einfach mal 20 stärker als die goldene Rüstung und wiegt sogar weniger, glaube ich. Ja, okay, 0,3. So. Ja, hier habe ich auch das Beste, oder? Habe ich das schon ausgerüstet? Ja. Die goldene Rüstung kann man halt nicht verkaufen. So, das hätte ich gerne. Ja, das ist noch viel zu schwer halt, ne? Das ist besser als die goldene Rüstung. Und macht mich ein bisschen schwerer, aber ist halt besser. Okay. Und hier habe ich auch schon das Beste. Ja, wir müssen quasi nur noch was Besseres für den Helm finden. Und wir müssen halt was finden, was mich das Ding hier tragen lässt. 78%, ja, das werden wahrscheinlich noch so 5 Stufen, denke ich mal, sein. Oh, Zombies. Aber okay. Oh, was sind das für grüne Pilze da hinten? Okay, die gehen kaputt, wenn ich dagegen laufe. Ich kann mir halt vorstellen, dass einer von den Kobolden, von den Kodamas hier versteckt ist. Natürlich! Das ist Nummer 4. Okay. Oh, der steht auf. Und da habe ich krass ins Leere gehauen. Der kann sich porten. So. Ich habe ein bisschen... Oh, da kommt ein Yokai. Oh, da kommt ein Yokai. Da kommt ein Yokai, Leute. Und... Ist das eine Sackgasse? Das ist eine Sackgasse. Das heißt, der andere Weg ist richtig. Nein, da ist eine Tür. Ich finde das so herrlich, ne? Oh, jetzt habe ich ihn ausgelöst. Scheiße. Oh, hier ist noch ein kleiner Pisser jetzt. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich habe gar keinen Bock auf den gerade. So. Ich hab daneben gehauen. Okay, wenn du nicht angreifen willst, mache ich den Anfang. Kein Problem. So. Ja, sie sind schon einfacher mit der overpowerten Fähigkeit, ne? Aber so kann man sie eigentlich auch ganz gut besiegen. Dann mache ich dich damit. Ich denke ja, es dauert ein bisschen, bis der nächste Yokai kommt. Es ist ja nicht nur, dass man übertriebenen Schaden macht. Man ist in der Zeit, wo diese Liste da ist, unverwundbar. Overpowered as fuck ist das. Also, ich denke mal, der Weg da oben, der abgezweigt ist, ist ein optionaler. Hier, den da meine ich.
Ich höre dieses Fledermausen gackern und weiß sofort, was passieren wird. Ja, es ist nur eine Kiste, okay. Okay, da kann man runter. Ja, ich mach's. Das wird wahrscheinlich irgendwie mit den Gängen, wo der Yokai eben war, verbunden sein, ne? Ich fühle mich wie in Resident Evil teilweise. Bloß, dass wir mit einer Axt schwingen, statt mit der Shotgun zu ballern. Lauter Zombies. Und Nummer 5. Es kann doch nicht sein, dass ich die alle auf Anhieb finde, oder Leute? Oh. Da habe ich einen mit aufgeschreckt. Das wären zwei gewesen. Gut, dass ich die von hier oben gemacht habe. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich bin. Aber diese grünen Pilze gefallen mir, weil die mache ich bewusst alle kaputt. Erstmal könnte dann Kodama drunter sein und... Fuck. Zweitens weiß ich so, wo ich noch nicht war. Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh raus, wo ich bin. Ja, da ist ein Yokai. Und da ist es eng. Keine gute Kombination. Also der Idealfall ist, ich erledige den. Und mein Ding ist voll. Es fehlt ein Gegner. Gibt's hier irgendwo einen? Gibt's hier irgendwo einen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir machen das ganz easy. Ja, genau. Komm hier hoch. In den engen Gang habe ich keinen Bock. Kannst du vergessen. So, hier ist Platz. Also wenn das dein Angriffsmuster ist, dann... Ja, okay, er kann auch vertikal schlagen. Ja, wenn er so schlägt, dann ist er halt easy. Okay. Nehme ich ein Elixier? Nee. Ich habe jetzt erst wieder 8. Wenn ich jetzt einen sehe, dann nehme ich eins. Okay. Dann bin ich auch wieder voll. Okay, da ist eine... Wie komme ich da ran? Moment. Komme ich von da oben da irgendwie ran? Ah, die Wand. Ja, die Wände, die sind fast stärker als die UK, würde ich sagen. Komm, ein kleiner Freund. Noch nicht. Das ist das Item, was ich eben gesehen habe, ne? Ja. Okay. Dann ab mit uns. Hör mal zu, meine liebe Katze. Hör auf damit! Na, das ist eine normale Leiter zum Hinabsteigen. Ich habe gedacht, irgendwie Shortcut oder dergleichen. Okay, hier wird's ein bisschen böser. Hier wird's ein bisschen enger. Was für eine Reichweite! Alter, ich habe daneben gehauen und schon mit meinem Leben abgeschlossen gehabt.
Aber mein Schutzgeist, der soll das lassen. Und die Gegner werden dicker und widerstandsfähiger. Und da habe ich Glück gehabt. Die Fledermäuse hätten mich runterschießen können. Gehe ich fest von aus. Die Frage ist, was ist der richtige Weg? Soll man runter oder soll man hier in die Höhle? Ich bin skeptisch. Einfach so, Item, ohne Widerstand. Hä? Wo lande ich hier? Scheiße, daneben? Nein! Also seit ich gesagt habe, es läuft gut, mache ich kleinere Fehler bei den Kämpfen. Okay. Ah, Moment, da ist noch was. Ah, von Savepunkt dürfte der Weg nicht so weit weg sein. Vor allem, weil wir ja die Yokai schon erledigt haben. Die Yokai bleiben ja weg. Okay. Da ist ein Dicker. Ist das eine Verbindung irgendwie zur Leiter? Gibt es die? Da ist die Leiter, ne? Hoppala! Ja, jetzt ist er nicht weit genug weggedasht. Mich hat irgendwas entdeckt und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, der Dicke ist weg. Ich habe das Gefühl, auf mich wird geschossen. So, wer schießt hier auf mich? Das kannst nicht du da hinten sein. Ich habe das Gefühl, irgendeiner schmeißt... Oh, das war nicht gut. Okay, der dreht um. Was ist das für ein Vieh? Das sieht aus wie eine fucking Schildkröte und der kriegt keinen Schaden. Das ist eine ganz schön feige Taktik, die der... Mann. Okay. Wenn er keinen Bock hat, dann... Da ist ein grüner... Oh Gott, der Stufe 18. Hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen, bevor ich drücke. Aber egal. Ja, mein nächster Freund, Nummer 6. Wo ist die fucking Schildkröte hin? Von mir aus kann die sich auch ruhig verduften.
Jetzt so ein... Was sieht mich? Der Bombenschmeißer. Aber ich habe die Brücke, die Leiter jetzt endlich gesehen. Bist du der Bomben... Ja, du bist der Bombenschmeißer. Okay. Da ist die Schildkröte. Ja, die Schild... Ich habe irgendwie das Gefühl, der macht kaum Schaden. Als ob der... Wenn man den erledigt, dass der irgendwas Besonderes gibt. Ich habe das Gefühl, das ist sowas in der Art wie ein Crystal Lizard. Wenn man aufs Dark Soul... What? Wo ist er hin? Der hat sich in Luft ausgelöst. Ist er jetzt hier an seinen alten Punkt? Er hat sich von Acker gemacht. Schreibt mir was in die Kommentare, Leute. Was für Viecher sind das und was passiert, wenn man die erledigt? Gibt es da irgendwas Besonderes für? Okay. Ich gehe mal einen etwas längeren Umweg, weil der Bombenschmeißer geht mir etwas auf den Sack. Das ist eine andere Leiter. Hallo. Ich hab gedrückt. Okay, das Coole ist... Ne, Drop Attack wage ich nicht. Unter keinen Umständen. Ja, das ist jetzt ein bisschen risky, was ich hier mache. Ja, wir locken den mal hier weg, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ich hoffe, die können klettern. Können die klettern? Der kann nicht klettern? Okay. Das ist... Diese Info nehmen wir mal weg. Phantome können nicht klettern. Die Info speichern wir mal ab. Denn ist es sehr easy, die zu besiegen. Wenn man sich so die Umgebung zunutze machen kann. Das ist doch eine andere Leiter mit dem Bombenschmeißer. Okay, aber das ist gut, dass wir das gemacht haben. Das ist der nächste. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Nummer 6 oder Nummer 7 ist. Ich glaube Nummer 6. Das bedeutet, wir sind gar nicht mehr so weit von wahrscheinlich dem Bosskampf weg. Ich nehme an, dass stark am Ende der Mission wieder ein Boss kommt. Ein oder zwei Kodamas fehlen halt noch. Okay. Ich schätze mal, da wo die andere Holzleiter ist, wo der Typ mit den Bomben steht, könnte ein weiterer Kodama sein. Ja, der hat mich jetzt schon registriert. Ich hoffe, der kann mich hier nicht bei der Leiter irgendwie treffen. Kann der die Leiter hochkommen? Das ist mir ein bisschen hoch für eine Drop Attack. Hä? Wie kommt man da denn hin? Da ist ein Yokai.
Und das ist ein Shortcut nachher. Okay, zum Glück bin ich unverwundbar da. Aber mir gehen langsam die Elixiere aus, Leute. Was hat der Typ drauf? Oh, du kommst mir super gelegen. Weißt du das? Weil jetzt ist unsere Waffenumwandlung voll. Ja, das hätte ein bisschen gedauert. Unter normalen Umständen. Unter normalen Umständen hätte ich Elixier, sehr wichtig. Komm, beschwör dich schnell. Ich habe noch ein bisschen Waffen. Ja, schade, zu spät. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Aber wie kommt man oben zu diesem Yokai-Ding hin? Wo man die Leiter auch runter sausen lassen kann. Na? Habe ich oben was übersehen? Ich schaue es mir nochmal vorsichtshalber an. Es muss ja da irgendwo sein. Oh, wait. Man kann hier runterjumpen. Man kann hier runterjumpen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und da oben ist auch irgendwas, wo man runterjumpen kann. Von da. Komm, ich versuch's. Keine gute Idee. Okay, ich hab's auch hingekriegt. Und jetzt ist... Kann ich hier die Leiter runterkicken? So kann man den Bombenspacko wesentlich einfacher machen. Ich weiß nicht, ob ich den benutzen möchte. Es resettet halt alles. Obwohl. Dann muss ich nur das da unten neu machen, ne? Okay. Alles klar. Ah! Nein! Nein! Wie dumm kann ein einzelner Mensch sein? Ich wollte hier noch das eine Item holen, was man per Drop sich holen kann. Alter, das waren viele. Bevor ich mich ärgere. Hallo, Controller? Entwickelst du ein Eigenleben? Sag mal, will der mich verarschen? So, nutzbare Gegenstände. Wo ist meine Kerze? Ich weiß, ich habe sie. Beschwörerkerze. Ich will meinen Amerita zurückhaben. Das wäre bitter, wenn ich das verliere. Da habe ich ein bisschen Schiss.
Ich denke nämlich, das ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Wir machen ein paar Level-Ups noch und dann spiele ich da zum nächsten Part dann wieder hin. 8000 brauche ich für eins. Ja, zwei Stück. Das gefällt mir nicht so. Plus zwei Angriff nur. Gibt gar keinen Angriff plus. Auch nur plus zwei Angriff. Plus drei Angriff. Kann es sein, dass wir einen bestimmten Punkt überschritten haben, dass hier nicht mehr so viel passiert? Er kriegt zwei Level-Ups und nur zwei Angriffe, ne? Das ist halt nicht viel. Aber das ist auch nicht unbedingt viel mehr. Na komm, machen wir mal so. Ich muss, glaube ich, auf Ausdauer auf 30 sein, damit ich hier alle meine Rüstungen tragen kann. So, dann gucken wir gerade mal, wie das mit meinem Ruf aussieht. Hier habe ich zwei Punkte, okay. Gold ist scheiße. Reduzierter Fallschaden. Nehmen wir mal das noch. Hier habe ich eins. Glück. Amirata. Mehr Amirata ist immer gut. Okay, Leute. Dann will ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.